Die Welt ist so kompliziert und ich habe mir gedacht, ich schenke dir was, was total nützlich ist, um alles viel simpler zu machen. Ja, danke. Ja, für diese Outback-Karte. Wow. Ja, Flo, für dich wäre ein Geschenk. Okay, ich schenke dir quasi Zeit am Berg. Schau, ein neues Smartphone. Wow. Der Preis von Dingen bestimmt nur selten ihren wirklichen Wert. Alte Handys beispielsweise haben auf den ersten Blick keinen mehr. Doch sie können andere Werte hervorrufen, die man nicht mit Geld kaufen kann. Geil, Dagmar. Weißt du? Ja, voll Gas. Die Zeit, die wir täglich vor sämtlichen Bildschirmen verschwenden, kann doch so viel wertvoller verbracht werden. Und ohne den Informationsüberfluss aus sämtlichen sozialen Medien kann im Wesentlichen doch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ja. Kannst du mir das Foto per MMS schicken? Direkt nach Weihnachten startet das Abenteuer. Die einzelnen Stopps der Reise noch gar nicht festgelegt. Die Intention aber schon. Alles auf das Nötigste zu vereinfachen. Sich von nichts und niemanden ablenken zu lassen. Und so zu realisieren, was im Leben wirklich wertvoll ist. Endlich wieder die gemeinsame Leidenschaft ausleben. Die Ruhe, die man verspürt, wenn man seine eigene Linie in den Schnee zeichnet. Die unendliche Schönheit der Natur mit all ihren Formen und Strukturen, die so einfach und doch so einzigartig sind. Zeit keine Rolle mehr. Keine Termine, die eingehalten werden müssen. Keine Verpflichtungen, die einem Stress bereiten. Was bleibt, sind die Tageszeiten, die einem doch ein bisschen vorschreiben, wann man was zu tun hat. Mit dem neuen Tag kommt eine neue Erkenntnis. Das Frühstück, das im Alltag eher weniger Bedeutung hat, von vielen auf dem Arbeitsweg erledigt, oder sogar ganz weggelassen wird, ist auf so einem Trip plötzlich mehr als nur eine Mahlzeit. Es ist die Zeit, die gemeinsam verbracht, ausgelebt und wahrgenommen wird. Ja, damit du groß und stark wärst. Obwohl wir die Zivilisation nicht komplett verlassen haben, scheint es doch, als wären wir ein bisschen abgekapselt. Als lebten wir in einer Art Parallelwelt, in der alles irgendwie gleich, aber doch so anders ist. Für die vorbeifahrenden Autos ist die Passstraße nur die Verbindung von zwei Orten, ein Mittel zum Zweck. Für uns ist sie ein Startpunkt für ein Erlebnis. Wir brechen auf
um das zu erkunden, was wir noch nicht kennen. Erkenntnis des Tages: Oft lohnt es sich, eher das genauer anzuschauen, was gerade direkt vor einem liegt. Nicht immer darüber nachzudenken, wo man noch sein könnte und was man alles verpasst, sondern das zu schätzen, was man hat und vor allem die Zeit zu finden, für das Erlebte dankbar zu sein. Duty free und das mitten in den Bergen? Das passt irgendwie nicht. Trotzdem oder gerade deshalb schauen wir uns den Laden genauer an. Überall reduzierte Preise, die dazu einladen sollen, etwas zu kaufen. Aber sollte der Preis ein Grund sein, der darüber entscheidet, ob man etwas braucht oder nicht? Flexibel zu sein, hat schon seine Vorteile. Das Wohnmobil wird gewendet, zeigt jetzt nach Norden, wo es unvorhergesehenerweise intensiv schneit. Und wir freuen uns, dass wir noch nicht so weit weg waren und den Schneefall des Jahres spontan zu Hause genießen können. Camper macht man die Nudeln. Themen oft tiefsinnig, weil man in einer solchen Umgebung dem Gegenüber einfach wirklich zuhört, wirklich daran interessiert ist, was der andere sagt. Diese Gelegenheiten bekommt man im Alltag nur selten, was eigentlich wirklich schade ist. Der Blick nach draußen, jeden Morgen erneut die Antwort darauf, welches Wetter nun wirklich vor der Tür auf uns wartet. Und dann ist er doch da, der Tag nach dem Schneefall.
war nicht nur das wichtig, was tagsüber passierte. Die gemeinsam verbrachte Zeit stand im Fokus. Und die endet nicht, nur weil die Sonne untergeht. Wie ein Abend endet, lässt sich meist nur schwer vorhersehen. Ohne die ständige Ablenkung durch unsere Bildschirme und den damit verbundenen Informationsüberfluss kommen uns plötzlich ganz neue Gedanken. Und oft sind es gerade diese spontanen Ideen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn man ihnen nur den nötigen Raum gibt. Smartphones, im einfachen Leben im Camper verschiebt sich unsere Wahrnehmung. Themen, die sonst im Chaos des Alltags untergehen, bekommen einen ganz anderen Stellenwert. Kartenspielen füllt ganze Abende und Kartoffeln mit Salz werden zum unvergesslichen Abendmahl. Schon faszinierend, was einen im Leben so glücklich machen kann. Und es sind eben genau die Dinge, die man nicht kaufen kann, die einen aber glücklich machen und die deshalb so wertvoll sind.